Hallihallo, schön, dass du da bist. Ich bin die Kerstin und heute habe ich ein Shavasana mit einer kleinen Körperreise für dich. Das ist wunderbar, um nach den anstrengenderen Einheiten zu machen oder einfach so zur Entspannung zwischendurch. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, schenk uns gern deinen Daumen hoch. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wir treffen uns in der Rückenlage auf unserer Matte. Streck die Beine lang aus. Lass die Füße ganz entspannt nach außen kippen. Spür einmal in deinen unteren Rücken, wenn du hier eine sehr starke Beugung spürst, einen Druck oder ein unangenehmes Gefühl, zieh dein Steißbein nochmal ein kleines bisschen mehr Richtung Fersen, damit sich der untere Rücken leichter Richtung Matte ablegen kann. Spür in deinen Schulterbereich, leg die Schulterblätter ganz flach und entspannt in die Matte, zieh sie dafür vielleicht ein kleines Stückchen zueinander. Dreh die Handflächen nach oben. Leg die Hände in einer entspannten Entfernung vom Körper am Boden ab. Lass die Arme locker. Entspann deine Schultern. Zieh den Hinterkopf leicht nach hinten oben für die Länge im Nacken. Und wenn du magst, schließ gerne deine Augen. Eine alternative Variante, wenn das für deinen unteren Rücken ein wenig unangenehm ist, stell deine Füße mattenweit auf, zieh dein Steißbein noch einmal Richtung Fersen, lass die Knie nach innen kippen und richte den Rest deines Körpers wie in der ersten Anleitung aus. Atme tief ein. Atme tief aus. Spüre in deinen Körper hinein. Spür den Fluss deiner Atmung. Spüre das Heben der Körpervorderseite mit der Einatmung und das Senken mit deiner Ausatmung. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen. Konzentriere dich ganz auf dich. Sei bei dir, hier, jetzt, in diesem Moment auf deiner Yogamatte. Spür in deine Zehen hinein. Spür über deine Fußsohle bis zu deiner Ferse. Spür deinen Fußrücken. Dein Fußgelenk. Lass deine Aufmerksamkeit langsam deine Beine hinaufwandern, über deine Wade, dein Schienbein. Spür deine Knie. Spür deine Oberschenkel. Weiter nach oben bis zu deiner Hüfte. Spür dein komplettes Bein von Zehenspitze bis Hüftgelenk. Spür dein Gesäß ganz entspannt in der Matte. Spür vom Steißbein deinen Rücken hinauf. Spür den unteren Rücken. Weiter die Wirbelsäule entlang bis zu deinen Schulterblättern. Spür deine Bauchmuskulatur, deine Rippenbögen. Spür deine Schlüsselbeine und wie sich mit jeder Einatmung deine Brustmuskulatur weitet und ausatmend entspannt. Spüre deine Fingerspitzen, deine Finger bis zum Grundgelenk. Spür den Handrücken, deine Handinnenfläche
Spür dein Handgelenk. Den Arm weiter nach oben, über den Unterarm. Den Ellenbogen. Spür deinen Oberarm bis ins Schultergelenk. Entspanne deinen kompletten Arm von der Fingerspitze bis zur Schulter. Spüre deine Schultern, deinen Nacken, deinen Hinterkopf, wie er in der Matte liegt. Spüre deine Gesichtsmuskulatur und lass auch hier alle Spannung los. Lass die Falten aus deiner Stirn fließen. Entspanne deine Augenlider, deine Wangen. Lass deinen Kiefer locker. Spür deinen ganzen Körper von Zehenspitze bis zum Scheitelpunkt. Dein ganzer Körper ist entspannt. Deine Atmung fließt ganz ruhig. Gönn dir ein paar Momente hier. In diesem Zustand der Ruhe, der Entspannung. Atme tief ein und bewege langsam deine Finger und deine Zehen. Mit deiner nächsten Einatmung bewege deine Handgelenke, deine Fußgelenke. Komm mit jeder Bewegung mehr hier, jetzt, in diesem Moment auf deiner Matte an. Jede Bewegung bringt mehr Leben, mehr Frische zurück in deinen Körper. Mit deiner nächsten Einatmung zieh dich gerne ganz lang auseinander. Streck dich in die Länge. Oder vielleicht möchtest du dich klein und rund machen über deinen unteren Rückenkugeln. Mach hier jede Bewegung, die sich für dich angenehm anfühlt. Wenn du soweit bist, finde achtsam auf deinem Weg in einen aufrechten Sitz auf deine Matte. Wenn du magst, nutz gern ein Kissen oder einen Block, um dein Becken angenehmer aufrichten zu können. Zieh die Wirbelsäule noch einmal richtig schön in die Länge. Bring gerne, wenn du magst, deine Hände vorm Herzen zusammen. Senk deine Stirn zu deinen Fingerspitzen. Und bedank dich bei dir selbst für die Zeit und für die Aufmerksamkeit, die du dir und deinem Körper geschenkt hast. Bedank dich bei deinem Körper für alles, was er dir ermöglicht. Und ich bedanke mich bei dir, dass ich dich auf deiner Matte begleiten darf. Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schenk uns gern deinen Daumen hoch, abonniere den Kanal, vergiss das Glöckchen nicht, damit du auf dem Laufenden bleibst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!